Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Maiker und ich heiße euch herzlich willkommen zu Bei Leise Preise. Nicht der Vincent ist da, sondern ich bin heute wieder am Start, denn Vincent ist arbeiten und ich freue mich, dass ich Bei Leise Preise machen darf, denn wir haben heute super zwei tolle Kandidaten. Es ist schon spät, 12:30 und ich würde sagen, wir holen sie mal rein, denn hier sind für euch Anna und... Weil ich habe zwei tolle Kandidaten heute hier vor Ort. Und das sind einmal Anna und Alex. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir holen sie einfach mal rein. Wir sind hier im Oberjugel in einem anderen Schulanteil und neben mir sind Alex und Anna. Ja, wie geht's euch? Also, ein bisschen aufgeregt, aber ansonsten nix. Mir geht's genauso. Es ist halt echt aufregend, aber es sollte halt ruhig bleiben, denke ich. Freut ihr euch auf Leise Preise? Auf jeden Fall. Ich erkläre euch ganz kurz die Spielregeln, damit ihr wisst, worum es geht. Wir spielen es gleich insgesamt 5 Runden. Also 5 Spiele. Bei diesen 5 Spielen könnt ihr 25 Euro gewinnen für die Gruppe. Aber nicht nur das, sondern ihr könnt natürlich die legendären roten Armbänder aus dem Campanigalli gewinnen. Um die geht es. Die gibt es aber erst, wenn ihr alle 5 Spiele besteht. Wichtig bei den Spielen, die Spiele sind cool, machen Spaß, aber eine Regel gilt. Macht sie bloß leise. Denn es gibt ein Zimmer, was nicht wach werden darf. Sobald da einer aus dem Raum rauskommt, habt ihr komplett verloren. Komplett das Geld verloren und die Armbänder keine Chance mehr. Alles verstanden? Ja. Wollen wir zum ersten Spiel gehen? Ja. Habt ihr Lust? Ja. Und da würde ich sagen, das erste Spiel heißt die Pflanze, aber nicht heute, denn heute heißt es der Kaktus. Ich glaube, sie schlafen. Aber wir werden es gleich rausfinden, denn wir kommen jetzt zum Spiel, das heißt der Kaktus. Und ihr seht, da hinten steht er, ein wunderschönes Prachtexemplar. Und das Spiel geht folgendermaßen. Einer von euch wird jetzt gleich die Tür öffnen. Der andere von euch, in dem Fall ja du, Anna, nimmt den Kaktus, stellt ihn in den Raum. Dann kommst du wieder raus, Tür wird zugemacht. Und wenn dann noch beide drin schlafen, dann habt ihr das Spiel gewonnen und 1 Euro. Ist das nicht fantastisch? Ja, erst ein bisschen, ja. 1 Euro ist jetzt nicht viel Inflation, aber ist immer 1 Euro. Und das erste Spiel und eigentlich ein bisschen das schwierigste Spiel, weil wir das in dem Raum spielen. Danach nur noch alles hier draußen. Also, nehmt ihr die Challenge an? Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir starten das Spiel und sagen zusammen, bei leise. Leise. Schauen wir mal. Ja, dafür erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch für den 1 Euro. Die Frage ist natürlich, ihr könnt natürlich jetzt aufsteigen und sagen, ihr behaltet den Euro, haut den morgen im Rewe auf den Kopf oder wir spielen weiter im zweiten Spiel um 2 Euro. Weiter auf jeden Fall, ja klar. Weiter. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch gleich mal an, was das zweite Spiel ist, hier bei Leise. Leise. Was ist das zweite Spiel? Zweiten Spiel. Seid ihr schon ein bisschen nervös? Ja, sehr. Ja. Und das ist hier mein kleiner Schießstand, weil ihr seht hier Becher und ich habe noch was. Nämlich eine Nerfgun. Ja. Und das Spiel ist ganz einfach erklärt. Ihr werdet gleich von einer Markierung da hinten starten. Werdet abwechselnd auf die Becher schießen. Und das Ziel des Spiels ist natürlich, alle 5 Becher vom Tisch zu schießen. Es wird ein bisschen laut werden, aber nur 5-mal eigentlich, wenn er nicht vorbeischießt. Wenn er vorbeischießt, wird es halt noch lauter, weil allein das Nachladen
Ist auch nicht so leise. Schießt die 5 Becher runter. Ist das Spiel vorbei. Kommt keiner raus. Habt ihr 2 Euro für die Gruppe erspielt. Und seid noch näher an den roten Armbändern. Habt ihr Lust? Ja. Habt ihr schon geschossen? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, auf zu diesem Spiel. Hier bei Neise. Preise. Dann würde ich sagen, und das Spiel startet jetzt. Das war neben. Schieß weg. Das ist, glaube ich, schon der 30. Schuss. Ich weiß es nicht. Das war hart, oder? Ja. Das hätte fast das Finalspiel sein können. Wenn ich das jetzt so gesehen habe, das ist eigentlich das zweite Spiel. Und wir staffeln die Spiele eigentlich nach Schwierigkeit. Ich finde das jetzt sehr, sehr schwer. Das war schon echt schwer. Dann werden wir mal sehen, was jetzt auf euch zukommt. Aber auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch für 2 Euro. Und jetzt heißt es für euch, wollt ihr weiterspielen oder sagt ihr, jetzt reicht's? Weiter. Auf jeden Fall. Ihr wisst ja, beim ersten Spiel gab es 1 Euro, beim zweiten Spiel 2 Euro. Wie viel gibt es beim dritten Spiel? 3,50 Euro. Richtig, 3,50 Euro. Wir lassen es ja nicht lumpen. Ja, würde ich sagen, erholen wir uns mal kurz 2 Minuten. Wir bauen kurz um. Jetzt kommt ein kleines Glücksspiel. Nicht so cool. Ja, ich find's cool und sage, willkommen bei Black. Herzlich willkommen zum dritten Spiel bei Leise Preise mit dem Namen Blackjack. Habt ihr schon Blackjack gespielt? Nein. Ich erkläre euch kurz die Regeln. Ihr bekommt für mich jetzt gleich Karten hingelegt. Quasi 7 und die 5. Danach bekommt ihr noch eine Karte. Das ergibt 17 und das ergibt 11. Das Ziel von euch ist, möglichst an 21 Punkte ranzukommen. Seid ihr über 21, habt ihr die Runde verloren. Also ihr müsst versuchen, 21 oder drunter zu bleiben. Ich darf nicht mehr haben als ihr. Aber wenn ich auch über 21 komme, bin ich genauso raus. Ihr bekommt von mir jeweils 5 Euro. Aber für jede verlorene Runde ist eure Aufgabe, 1 Euro zu nehmen. Dann laufen wir nach dem Spiel hinter die Tür. Da seht ihr eine Spardose vor der Tür. Und für jede Runde, die ihr verliert, müsst ihr 1 Euro in die Spardose werfen. Dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Runde. Blackjack. 10. 10. Und ich habe auch 10. Wow. Zweite Karte. 10. 20. 21. Ich habe Blackjack. Du hast Blackjack, das ist gut. Alex, möchtest du weiterspielen oder bleibst du bei 20? Ich kann nicht wieder. Du bist bei 20. Okay, schau mal nach. Oh, ich habe 21. Das heißt, du hast die Runde, den Euro schon. Sicher? Dein Euro geht nachher in die Spardose, erste. Du hast 20, ich habe 21. Zweite Runde. 10. 11. 10. Gute Karten heute. Okay, weiter geht's, Alex. 21. 18. Möchtest du noch weiter spielen oder bleibst du dabei? Weiter. Wenn du über 21 kommst.
bist drüber. Du hast einen Euro gesichert und dein Euro geht nachher in die Spardose. 10, 11, was ist denn hier los? 8, 17, zweite Karte, 22, das heißt, du bist schon drüber, 1 Euro in die Spardose. Alex, möchtest du stehen bleiben oder weiterspielen? Stehen bleiben. Ich darf nicht mehr als 17, 8, 18, das heißt, ich habe mehr, dein Euro in die Spardose. Vorletzte Runde. Alex, 6, oh, endlich, 10, 10, zweite Karte ist 5, bist bei 11, du bist bei 12. Alex, spielst du weiter? Ja. 11. Das heißt, 11 und 17. Möchtest du mit 12 weiterspielen? Ja. Du hast 22. Das heißt, bist drüber. Nicht so gutes Glück. Alex, es liegt jetzt an dir. Möchtest du mit 17 weiterspielen? Bleibst stehen. Ich bleibe stehen. Okay, ich habe 10. 17. Wir haben Gleichstand. Ich darf... Wenn ich jetzt höher gehe, bin ich drüber. Das heißt, der Euro ist sicher. Okay, letzte Runde. Hier bei Blackjack. Alex, du hast die 5. Andrew, du hast die 3. Ich habe die 9. Also du hast die 10, 15 und du hast die 9. Alex, möchtest du mit 15 weiterspielen? Bleibst du stehen? Ich spiele weiter und du sollst nur weiterspielen. 15 und du hast 9, 24. Das heißt, der Euro kommt in die Spardose. Anna, mit 9 möchtest du weiterspielen? Ich würde es dir empfehlen. 11. Möchtest du weiterspielen? Ja. 21. Das heißt, der Euro bleibt bei dir. Das heißt, ihr habt 4 Euro gesichert. 6 Euro kommen in die Spardose. Das heißt, jeder hat 3 Stück. Ja, dann gehen wir mal zur Spardose. Da, komm mal mit. Wir stehen jetzt genau vor dem Zimmer. Das heißt, 6 Mal muss jetzt ein Euro rein. Okay, es geht los. Also man muss sagen, ein bisschen Bewegung hört man. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt richtig wach sind oder nur sich im Bett gewälzt haben. Aber ihr habt erstmal dieses Spiel gewonnen und habt 3,50 Euro auf dem Konto. Ja. Bis jetzt läuft jetzt nicht ganz so optimal, würde ich sagen. Habt ihr noch Lust für das vierte Spiel, das vorletzte Spiel? Ja. Jetzt geht es nämlich um 5 Euro. Wir stärken uns langsam. Das heißt, das vierte Spiel kommt jetzt. Ich drücke euch darum, dass das nicht so laut sein wird. Weil das fünfte Spiel, das hat es ein bisschen in sich sonst. Hierbei, leise Preise, ab zum vierten Spiel. Es ist aufregend, es ist hart. Wir sind bei Spiel Nummer 4. Und jetzt geht es, wie gesagt, um 5 ganze Euro. Hast du schon mal 5 Euro gehabt? Nee, tatsächlich nicht. Siehste, 5 Euro für euch jetzt, also nicht für euch, für die Gruppe. Da könnt ihr schon... Ja, 3 Tafeln Schokoladen kaufen ist schon mal etwas. Aber dieses Spiel hat es auch ein bisschen in sich. Aber vielleicht seid ihr jetzt mittlerweile ein bisschen treffsicher. Ich glaube doch nicht dran. Also ich glaube dran. Ich habe das Spiel selber zu Hause. Also er kann das. Ich probier's. Denn wir spielen jetzt Leiter Golf. Und das Spiel ist ganz einfach erklärt. Ihr werdet gleich von dieser Markierung abwechselnd diese Bälle an der Schnur auf diesen Leiter Golf werfen. Dass es quasi hier so hängen bleibt. Und eure Aufgabe ist es, 9 Punkte zu erzielen. Ihr seht, die erste Stufe ist 1 Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte. Wenn ihr 9 Punkte erzielt habt, habt ihr gewonnen. Los geht's. 2 Punkte. Sehr schön. 5 Punkte. 6 Punkte. 9 Punkte.
Und diesmal, ich würde sagen, gut getroffen. Also besser als bei Spiel Nummer 2. Aber ja, das heißt, ihr habt jetzt auf jeden Fall 5 Euro gewonnen. Und das heißt für euch, es trennt euch nur noch ein Spiel zum großen Gewinn für 25 Euro. Aber das, was ihr wirklich gewinnen könnt, sind keine 25 Euro wert, sondern viel, viel mehr. Oder? Das ist das, warum ihr hier seid. Ihr wollt natürlich ein Challenge-Armband haben. Eines der seltensten Dinge im Camp Hardigalli. Das heißt, ich nehme an, ihr spielt auch das 5. Spiel. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich euch sage, dieses Spiel wird laut. Ist scheißegal, wir machen die Pinata schnell kaputt und das Ding auch fertig. Ist halt jetzt so. Ist jetzt so. Ist jetzt so. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit Spiel Nummer 5. Wir sind jetzt im großen Finale bei Leise. Beim Finale geht es jetzt nochmal um alles. Und zwar eine Person von euch wird gleich blind sein. Die Person, die wiederum sieht, muss die blinde Person durch einen Parcours führen. Ein Parcours voller Gegenstände, lauter Gegenstände und sehr vielen Gegenständen. Am Ende des Parcours steht eine Piñata, ein Fortnite-Lama. In diesem Fortnite-Lama, was ist da drin? Rote Armbänder. Ja, die 2 roten Armbänder. Die Person, die blind ist, bekommt ebenso einen Besenstiel in die Hand und hat am Ende die Aufgabe, die Piñata zu zerstören und die 2 Armbänder rauszuholen. Ich mach das Blinde. Also ich habe auf jeden Fall Bock gerade. Anna, du siehst so ein bisschen verzweifelt aus. Ja, ich überlege noch. Das Ding ist, ich habe halt so eine leichte Rechtsschwäche. Das könnte also lustig werden. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, wollen wir das Spiel starten? Ja. Habt ihr Lust? Ja. Ich drücke euch die ganze Zeit die Daumen, dass ihr jetzt die roten Armbänder holt. Denn die habt ihr verdient nach diesem Abenteuer hier. Und hoffen wir mal, dass keiner aufwacht. Hier bei Leise. Leise. Das Finale startet genau jetzt. Okay, stopp. Du gehst nach rechts. Nur nach rechts, nicht nach vorne. Ja. Stopp. Rechts. Weiter rechts. Ja, stopp. Vorne. Gerade. Stopp. Gerade. Drehst dich wieder ein Stück nach rechts. Stopp. Du drehst dich jetzt nach rechts. Ganz vorsichtig. Jetzt machst du einen großen Schritt nach vorne. Großen. Andere Seite. Ja, richtig. Du bist dran vorbei. Noch mal ein Stück. Andere Richtung. Das ist die falsche Richtung. Richtig. Besenstiel nach unten. Ja, du stützt neben dir. Pass mal neben dich. Andere Seite. Ja, du hast sie. Ich würde sagen, Freunde. Das war ja
jetzt mit einem Teil aus. Oh, ein Handy. Ihr habt's geschafft. Darf ich? Sorry. Überreichst du es mir? Ich würde... Erstes. Zweites. Ihr habt's geschafft. Ja. Ihr habt leise Preise gewonnen. Ihr habt 25 Euro gewonnen. Und eure roten Armbänder. Ich freue mich sehr für euch. Herzlich. Und ich würde sagen, das war hart. Das war sehr hart. Also. Ist gut. Alex, und du bist auch unser jüngster Teilnehmer bei Leise Preise bisher gewesen. Ich freue mich wirklich sehr für euch. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt alle ein bisschen Pause. Ich denke schon. Das war ziemlich laut, Alex, aber du hast durchgezogen. Und da würde ich sagen, geh mal schlafen, oder? Ja. Verabschiede uns am letzten Mal. Zeig die roten Armbänder. Ihr habt es geschafft. Ihr könnt stolz drauf sein. Denn ihr... Ja, wir sagen aber zum letzten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Leise. Preise! Ich wollte unbedingt schreien.